Er macht es tatsächlich. Elon Musk baut die größte Batteriefarm der Welt und löst damit die Stromversorgungsprobleme in Südaustralien. Angefangen hat es mit einer Wette, die jetzt gilt. In 100 Tagen will Musk die Batteriefarm aus dem Boden stampfen. Kann das funktionieren? Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Das ist wirklich verrückt. Elon Musk krempelt echt die Welt um. Wo andere Unternehmen Wochen, Monate und Jahre brauchen, um zu planen, projektieren, Angebote einzuholen und so weiter, legt er einfach los. Die Industriebosse weltweit kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus und scheinen dem Selfmade-Milliardär und seinen Erfolgen verständnislos zu folgen. Musk scheint alle Herausforderungen wie ein Startup anzugehen, selbst die allergrößten. Mit SpaceX hat er mal im Vorbeigehen ein Raumfahrtunternehmen gegründet. Es hat bereits die Raumfahrt revolutioniert und durch die Wiederverwendbarkeit der ersten Stufe der Falcon-Rakete und der Dragon-Kapsel die Kosten deutlich gesenkt. Die Raumfahrt ist so in der Lage, in wirklich neue Dimensionen vorzudringen. Seine Versprechungen scheinen dabei verrückt, aber er kann sie einhalten. Das ist wirklich absolut faszinierend, um es mal mit Spock aus Star Trek zu sagen. Auch bei dem Elektroautohersteller Tesla kann Musk wohl alle seine Versprechen einhalten. Zwar haben die Aktionäre Zweifel am Erfolgskurs, aber die Produktion des Modell 3 startete planmäßig am 9. Juli. Auf dieses Modell baut die Zukunft des Autoherstellers, der 2016 84.000 Teslas produzierte. Mit Modell 3 wird Tesla zum Massenhersteller. Für den Wagen sollen rund 400.000 Bestellungen vorliegen. Das ist wirklich ein bisschen verrückt, aus dem Nichts zum führenden Elektroautohersteller der Welt und damit zu einer wirklich ernstzunehmenden Konkurrenz für die alteingesessenen Autohersteller. Mit dem Modell 3 könnte das Realität werden. Und jetzt die weltgrößte Batteriefarm mal ebenso in 100 Tagen. Wie bitte? Am 10. März hatte Musk getwittert, dass Tesla die Energieprobleme des Bundesstaates Südaustralien in 100 Tagen lösen könne. Südaustralien leidet darunter, dass immer mehr Kohlekraftwerke abgeschaltet wurden und Windparks und Gaskraftwerke jetzt nicht in der Lage sind, ausreichend Strom zu produzieren. Immer wieder kommt es dort zu Stromausfällen. Ein systembedingtes Problem regenerativer Energien. Egal ob Solarzellen oder Windkraftwerke, der Strom steht nicht dauerhaft zur Verfügung. Elon Musks Lösung für dieses Problem, ein Netzwerk aus Batterien. Er will die Energieversorgung revolutionieren. Dazu gehören Solardachziegel und die Powerwall-Batterien und Batteriefarmen. Seine Vision, ein Netzwerk mit Batterien in Wohnungen und Häusern und Batteriefarmen und die Stromerzeugung aus der Sonne mit Tesla-Solarziegeln. Und für die Tesla-Elektroautos wird so preiswert und umweltfreundlich Strom erzeugt. Und er scheint dazu tatsächlich relativ problemlos in der Lage zu sein. Ein wenig erinnert das Ganze an die Einführung des iPhones, nur in einem anderen Maßstab. Die Branchengrößen haben damals gelacht. Viele von ihnen gibt es heute nicht mehr. Mal sehen, was so auf dem Strom- und Automarkt passiert. Für die Batteriefarm in Australien geht Musk jetzt eine Riesenwette ein. Er will die Farm in 100 Tagen bauen. Dabei wird sie eine Kapazität von 100 Megawatt haben. Sie ist in der Lage, 30.000 Häuser gleichzeitig mit Strom zu versorgen. Laut Musk ist sie damit dreimal stärker als jede bisher auf der Welt gebaute Batteriefarm. In Kalifornien hatte Tesla bereits eine Farm aus Batterien Anfang 2017 fertiggestellt. Damals brauchte Tesla 90 Tage für 20 Megawatt. Wir können also sehr gespannt sein, was jetzt noch so alles passieren wird. Für den Klimawandel sind das auf jeden Fall gute Nachrichten. Ich hoffe, dass es auch so bleibt. Mehr über Elon Musk gibt es hier mit Tempo 200 unterirdisch durch die Stadt. Da revolutioniert Musk den innerstädtischen Verkehr. Wirklich ziemlich irre, seine Pläne. Einfach draufklicken. Und wenn ihr nichts mehr über Musks neueste Pläne verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den auf die Glocke, dann verpasst ihr kein Video. Bis dann. Bleibt dran.